Willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir jetzt gemeinsam auf Megatrends blicken. Ich möchte das tun mit Trendfolger Michael Proffe. Ja, schönen guten Tag, Herr Proffe. Wir haben uns ja in den vergangenen Wochen immer wieder über Profiteure der Corona-Krise unterhalten. Auch heute wollen wir dies tun. Die Gaming-Branche steht im Fokus. 2019 war jetzt kein ganz einfaches Jahr für Gaming-Aktien. Wie groß ist jetzt der Schub, den die Branche durch die Corona-Krise erfährt? Ja, schönen guten Tag, Uwe. Ja, das kommt immer auf die Sichtweise drauf an, wie man diese Sache betrachtet. Wenn wir die Gaming-Branche uns mal längerfristig anschauen über die letzten 10 Jahre, dann sehen wir, dass von 2009 bis 2018 die Gaming-Branche explodiert ist. Erst recht in den letzten 3, 4 Jahren ist sie denn explodiert. Und 2018, als die Börsen korrigierten, ist natürlich die Branche mitkorrigiert und es ging rapide bergab. Das war aber der Moment des Verschnaufens. Und Anfang 2019 fanden wir eine Bodenbildung in der Gaming-Branche und seitdem steigt das wieder. Das heißt, 2019 war gar nicht so schlechtes Jahr für Anleger, die da gerade eingestiegen sind, die längerfristig dabei sind. Die stehen schon fast wieder am Allzeithoch, weil jetzt ist Folgendes passiert. Normalerweise haben wir eine homogene Erholungsphase, da wurde jetzt ein Turbo draufgesetzt, nämlich die Corona-Krise hat dieses verursacht. Das heißt, die einzelnen Werte und die gesamte Gaming-Branche erholt sich wesentlich schneller, als wie in Anführungsstrichen es normal passieren würde. Wir haben das alle mitbekommen durch diese Krise, die Umsatzzahlen, die Anwenderzahlen sind explosionsartig in die Höhe gegangen. Dementsprechend haben die Unternehmen natürlich auch steigende Umsätze und steigende Gewinne, übertreffen alle Erwartungen und für den gesamten Gaming-Bereich ist die Corona-Krise ganz einfach im Turbo. Die werden wesentlich schneller wieder Allzeithoch haben und weiter dynamisch steigen können. Also das ist einzigartig. Aber normal, wenn es die Corona-Krise nicht geben würde, würde sich die Gaming-Branche natürlich auch erholen, weil die Korrektur war einfach nur ein Verschnaufen, was notwendig war. Dann schauen wir auf zwei Unternehmen aus der Branche. Nvidia, starten wir mal damit. Nvidia liefert ja unter anderem Grafikkarten, durch die die Spiele ja optisch erst so richtig zur Geltung kommen. Aber auch im Bereich Business, da ist das technische Equipment natürlich wichtig, gerade weil ja momentan auch sehr viele Menschen im Homeoffice sind. Inwieweit hilft denn diese verstärkte Homeoffice-Präsenz vielleicht auch Nvidia? Ja, zum einen muss man sagen, den Grafikhersteller Nvidia, ohne Nvidia wird es eigentlich gar keine Gaming-Branche geben. Es wird vieles nicht existieren. Das ist auch der ganz große Marktführer. Wir könnten uns vieles nicht sichtbar machen. So, und die Nvidia-Aktie ist natürlich über die letzten Jahre extrem gestiegen und hat auch eine Korrektur hingelegt. Das sehen wir jetzt gerade dort im Chartbild. Die hat allein von 2009 bis 2018 über 4.000% zugelegt, hat dann korrigiert mit der Börse, ist runtergekommen und hat sich seit Anfang 2019 wieder erholt. Ganz rechts, die V-förmige Erholung der Corona-Phase, die wir gerade ja erleben, kann man gar nicht sehen. Die Aktie ist in einer Aufwärtsbewegung, ist am Allzeithoch und wird natürlich weiter steigen. Welches Potenzial hat diese Aktie? Woher kommt das eigentlich alles? Zum einen, ja, der Megatrend Gaming, der wächst weiter. Der hat, wie gesagt, diesen Turbo bekommen. Das heißt, immer mehr Grafikkarten werden benutzt. Und der gesamte Bereich, auch im Business-Bereich, das stellen wir gerade durch die Krise fest, ist doch veraltet. Das heißt, es sind veraltete Computer, veraltete Laptops, veraltete Tablets vorhanden. Und man kann das an einigen großen Anbietern sehen. Zum Beispiel Microsoft Surface hat gerade seine neue Palette aufgelegt, wo ganz moderne Nvidia-Grafikkarten drin sind. Apple hat auch gerade eine neue Palette aufgelegt. Das heißt, alle rüsten im Moment nach, weil wir durch die Corona-Krise gesehen haben, auch durchs Homeoffice, dass die meisten Menschen gar nicht die Technik zu Hause haben, die sie benötigen, um hocheffizient ihre Arbeit machen zu können. Das heißt, alle Anbieter, die irgendetwas mit der Technik zu tun haben in diesem Bereich, ob das Software ist, ob das Grafik ist, ob das PC-Anwender sind, da boomen gerade die Geschäfte, weil wieder aufgerüstet werden muss. Das wurde in den letzten Jahren extrem vernachlässigt. Und für Nvidia bedeutet, die verdienen nicht nur dadurch, dass die Nachfrage in der Gaming-Branche ganz groß ist. Nein, jetzt kommt auch noch aus dem ganzen Business-Bereich eine riesige Nachfrage. Diese Nachfrage wird natürlich nachhalten. Und das bedeutet, dass der Aktienkurs jetzt mit einem Turbo weiter extrem steigen wird. Das heißt, wie viel Potenzial sehen Sie jetzt noch für die Nvidia-Aktie? Also ich gehe davon aus, dass diese Aktie in den nächsten 12 Monaten sich verdoppeln wird und dann natürlich weiterhin im Trend gehen wird. Und wir werden eine ähnliche Dynamik, wie wir die in den Jahren 2009 bis 2018 gesehen haben, die werden wir jetzt in dem kommenden Jahrzehnt sehen. Und jetzt ist gerade der Turbo gezündet worden. Das lässt sich dann einfach nicht aufhalten.
Dann machen wir weiter mit Activision Blizzard. Hat in dieser Woche auch Zahlen vorgelegt und im Gegensatz zu Konkurrent Electronic Arts konnte man mit den Zahlen voll und ganz überzeugen. Was hat Activision denn besser oder richtig gemacht? Ja, ich bin also etwas anderer Meinung. Ja, die haben super Zahlen rausgegeben. Electronic Arts hat auch super Zahlen rausgegeben. Also beide haben in der Hinsicht überzeugt. Und ich bin ja Trendfolger. Ich betrachte sowas etwas langfristiger über viele Jahre. Und hier waren es die Worte, die entscheidend waren, warum der Aktienkurs von Activision die Tage richtig hochgegangen ist und Electronic Arts der Kurs nicht gestiegen ist, sondern kurz geschwächelt hat. Langfristig würde ich aber bestimmt beide Unternehmen im gleichen Zielhorizont sehen. Ich erkläre das gleich nochmal, warum die beiden so reagiert haben. Hier sehen wir gerade noch einmal den Verlauf von der Activision. Wir sehen das so ähnlich wie bei der Nvidia-Aktie. Die ist auch von 2009 bis 2018 stark gestiegen. Dann kam die Börsenkorrektur, da ist sie mit runtergegangen. Seit Anfang 2019 erholt sich die Aktie ganz stark. Dann sehen wir rechts noch dieses ganz kleine V von der Corona-Krise. Da sind wir an vorbeigeschossen und sind jetzt auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Wenn ich die prozentuale Verhältnisse mal sehe zwischen Nvidia und Activision. In dem gleichen Zeitraum, wo die Activision 1000% gemacht hat, im gleichen Zeitraum hat Nvidia 4000% Kurszuwachs gemacht, weil Spielehersteller gibt es viele, Grafikkartenhersteller gibt es nicht so viele. Jetzt komme ich nochmal zurück. Der Unterschied zwischen Activision und Electronic Arts. Hier geht es um den Ausblick. Activision hat gewagt, einen positiven Ausblick zu geben, indem sie eine Umsatz Erhöhung und Gewinnerwartung für dieses Jahr prognostiziert hat. Das nimmt natürlich der Markt ganz gerne an. Electronic Arts hat sich da anders geäußert. Sie haben nämlich keine positive Prognose herausgegeben. Sie sind etwas zurückhaltender. Das bedeutet aber nicht, dass am Jahresende die beiden Unternehmen eine ähnliche Performance erzielen werden. Also hier geht es um ein kurzfristiges Statement, was gegeben worden ist und wo einfach die Anleger ausgewählt haben. Da habe ich eine positive Nachricht bekommen für die Zukunft. Das kaufe ich. Die anderen haben sich nicht dazu geäußert, die lasse ich mal kurzfristig liegen. Langfristig hat das aber keine großen Auswirkungen auf die weitere Entwicklung, Kursentwicklung der beiden Aktien. Und bei Activision, wo wäre da momentan Ihr Kursziel? Wo sehen Sie das? Ja, das ist natürlich auch interessant. Wegen dieser Meldung gerade sehe ich, das Jahr, wir haben noch ein Dreivierteljahr, bis zum Jahresende ungefähr 50% Kurszuwachs. Am Jahresende werden wir dann sehen, wie die ganzen Konkurrenten mitgegangen sind. Ab nächstes Jahr muss man das alles neu bewerten, wie dann die Kurssteigerungen sein werden. Natürlich werden die Aktienkurse weiter steigen, aber Activision hat für dieses Jahr das größtmögliche Potenzial und das sehe ich so ungefähr bei 50%. Herr Pfloffe, das war's für heute. Vielen Dank für die Einschätzungen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Uwe. Ja, und ich hoffe, liebe Zuschauer, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Das war's für den Moment. Machen Sie es gut.